Welcome back to another German food review, and it's Nestle time. Nestle snack peanut, or Erdnuss in German. And here's a peanut or two of them. Peanut is nice. Okay, calories 40 gram, 214 calories. Okay, price for this one is 40 cents, but that's standalone, so it's more pricey than a box or so. Okay. How much salt? Not a lot of salt, this is good. But sugar, hell. 45, and fat, yeah, from the peanuts, of course. Your Nestle stuff. Is there more on it? Where are they? Here are the ingredients. Okay, it's waffle filled with 32% peanut cream and peanut pieces and cereals. And what is this? Glaze or icing? The stuff on the outside. Yeah, Fettglasur. Okay, and that's it. What the hell is this? No idea. That looks very strange. Not German. Okay. Let's open it. Oh no. Does it work? Yes. Oh, very good. Very good. Oh, it's broken. Okay, so I don't have to cut it. Let's do a thumbnail here. Very quick, and then it's eating time, snack time. Go on this side, please. Oh, no idea. I think that's enough. Anyway, okay, yeah. Let's investigate. Here's the waffle and a very thin layer of peanut cream, actually super thin. Dear peanut pieces. Let's cut it. Yeah, looks the same. Peanut. Let's cut it again. Yeah, extremely like peanut, crunchy, and waffle. Yeah, I can taste the waffle. Very strong in the aftertaste. In the beginning, it's like a Snickers, but then it's completely different. Yeah, it's not creamy or so. It's very sweet. Yeah, it's a waffle snack. I would prefer Snickers, but it's tasty. Nice peanut flavor, and it's not dry or something like that. No. Yeah, if you like waffles and you see this here and you like peanut too, then this is for you. I would choose it's Snickers, but it's not bad. Definitely a thumbs up. Very nice peanut flavor. Yeah, and chocolate. And waffle. Yeah. Very nice. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt einen Snack von Nestle. Und das heißt einfach Nestle Snack Erdnuss. Hier seht ihr die Erdnüsse und hier sehen wir auch gleich die Kalorien. Ein Riegel. Oh, hier steht hier öffnen.
Ah, da auf der Seite auch. Okay, ein Riegel, 214 Kalorien. Ja. Ich glaube, aber ein Snickers hat 50 Gramm. Ich glaube, das hat 10 Gramm mehr. So ist ungefähr gleich. Oder ich glaube, das hat sogar mehr. Hier hat Snickers 535 pro 100. Weiß ich jetzt nicht. Ja, Zucker. Du schmeckst auch sehr süß. Was ist hier drin? Gefüllte Waffel mit 32% Erdnusscreme. Erdnussstückchen und Weizencerealien. Überzogen mit Fettglasur. Ja, und geröstete Erdnüsse 17,1%. Und das ist gut. Das ist eine schöne hohe Nummer. Und so schmeckt auch. Und was zum Teufel ist das hier? Ist das ein deutsches Wort? Habe ich noch nie gesehen. Sollen das 3L sein? Warum würde man da 3L hinschreiben? Ansonsten wären es ja 3Is. Wie auch immer, wenn ihr das wisst, schreibt einfach mal einen Kommentar. Alles klar, Preis dafür ist 39 Cent, habe ich allerdings an der Kasse gekauft. Und die sind ja mal ein bisschen teurer, als wenn man das in der ganzen Packung kauft. Aber ich wollte keine ganze Packung kaufen. Eigentlich habe ich einfach nur so gegriffen. Alles klar, habe ich noch nie als Packung gesehen. Und so sieht's aus. Peanutstücken oben oder Erdnussstücken. Und hier ist das Innenleben. Man sollte auf jeden Fall Waffeln mögen, wenn man diesen Snack gekauft. Ja, ist nicht wie ein Snickers, das ist anders. Das ist hier nicht cremig oder so, sieht man ja. Schmeckt halt auch nach Waffel. Mal testen. Aber es kommt immer noch durch, dieses schöne Erdnussaroma. Und ich mag Snickers sehr. Das schmeckt auch sehr gut. Am Anfang schmeckt es ein bisschen wie Snickers, einfach nur nach Erdnuss. Aber dann schmeckt es nach Waffel und sehr süß. Und ein bisschen Schokolade. Ja, schon kein schlechter Snack hier. Aber ich würde persönlich einen Snickers nehmen oder so ein Fake-Teil. Aber das ist hier nicht schlecht oder so. Aber ich würde es eben lieber cremiger haben wollen. Das ist hier für Waffelfans. Aber ist auch nicht trocken oder so. Ja, schmeckt sehr lecker. Kommt im Nachgeschmack immer richtig schön durch. Ups. Immer ein bisschen warten, damit auch der volle Geschmack da ist. Und der bleibt hier auch eine Weile. Ja, das Ding kann ich empfehlen, wenn ihr Waffeln mögt. Und Erdnüsse natürlich. Erdnüsse solltet ihr auf jeden Fall mögen, denn danach schmeckt es. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.